Tja, was macht der Explorer mit dem VW Caddy? Überraschung, da ist ein Camper drin. Wie klein ist zu klein? Minimalismus kann auch befreiend sein, nämlich dann, wenn man sich auf das Wesentliche beschränken muss. Beim Reisen mit dem Caddy ist das so. Denn besitzt er einen Campingausbau wie den, der aus der Feder des Tübinger Tüftlers und gelernten Bootsbauers Volker Rode stammt, ist es mit dem Stauraum nicht so weit her. Das liegt daran, dass der Rode Concept Camper ein vollwertiges Bett für zwei bietet, samt zusätzlichem Campingkomfort, verbaut in einer herausnehmbaren Box. Normalerweise ist hier die zweite Sitzbank. Man kann diese Box in zwei verschiedenen Versionen nutzen, entweder mit der umgeklappten Bank oder um mehr Stauraum zu haben. Und wenn ich das Bett bauen will, dann muss ich ein bisschen an den Sitzen rumfuhrwerken. Denn da werden diese Teile raufgeklappt und fixiert. Das Praktische an der Sache ist, ich kann auch tatsächlich, wenn ich lesen will, hier die Kopflehne entsprechend anpassen. Das ist die Fahrerseite. Und auf der Beifahrerseite, da ist hier sogar ein komplett umklappbarer Sitz. Der bekommt dann eine Stütze. Und dann müssen nur noch die Polster ausgelegt werden. So, und nun hat man hier ein Bett für zwei Personen, das an einer Stelle sogar breiter ist als im VW-Bus. Aber das ist nicht nur ein Blechzelt, sondern hier hinten habe ich auch die gesamte Wohnausstattung. Hier hinter verbirgt sich die Kühlbox. Kann ich arretieren. Dann habe ich die Wasserinstallation, zwei Kanister, Tauchpumpe und eine Brause. Hier unten habe ich genug Platz für Vorräte. Und hier oben ist Platz für den Gaskocher. Die Basisversion kostet 4.500 Euro von dieser Box. Wenn man aber noch ein bisschen Geld drauflegt, dann gibt es eben auch noch dieses Elektrikpaket dazu. Da ist eine Batterie drin, Anschluss für ein Solarmodul, 12 Volt Steckdosen und ein Ladegerät. Neben der Stromkiste sind auch Kühlbox, Wassermodul und Kocher als aufpreispflichtige Extras zu bestellen. Einsteigen tut man hier von hinten, weil die Box einfach schön solide ist. Trotzdem, mein Kopf gehört am Ende nach vorne und da mache ich einfach zu und sage gute Nacht bei der Kälte. Moment, noch sind wir nicht fertig. Nach wie vor ist der VW Caddy natürlich nur ein kleines Auto und wenn man das sieht, wirklich sitzen kann ich hier nicht. Ich kann hier vielleicht bei Regen noch mal schnell meine Suppe löffeln, bevor ich mich ins Bett lege. Aber das Bett, das ist dann tatsächlich der Pluspunkt. Zum einen sind die Polster sehr hochwertig, wirklich bequem, hier kann man gut drauf liegen. Und wenn ich mir eben nochmal die Lehne ein bisschen hochstellen kann, um hier abends noch ein Buch zu lesen, dann ist die ganze Sache schon sehr komfortabel. Aber dennoch, das ist ein Auto zum Draußenleben im Sommer, wie jetzt hier im Winter ohne Standheizung, da muss man das schon wirklich mögen. Auch wenn wir einfach nicht hart genug sind für das heizungslose Übernachten bei minus 3 Grad, was wir aber tatsächlich mögen, ist die Verpackung der Rode Box. Denn der kurze Caddy arbeitet sich als Alltrack mit permanentem 4Motion Allrad und Cycle-Fahrwerk ganz eifrig durch die verschneite süddeutsche Waldlandschaft. Mit den Wegen hat der etwas höher gelegte VW keinerlei Probleme und genau hier liegt seine Bestimmung. Pisten, fester Sand, leichteres Gelände, der Alltrack wird nicht enttäuschen. Ebenso wenig wie das Mobiliar, denn auch wenn die Idee solcher Modulausbauten für PKWs nicht neu ist, so schafft Rode es doch, etwas Besonderes zu bieten. Die Liebe zum Detail und die gute Bauqualität sprechen für die Box. Draußen duschen, essen oder kochen, aber in der Geborgenheit des Caddys schlafen. Das Konzept ist so minimalistisch wie schlüssig.
Wer es doch etwas komfortabler haben möchte, sollte einen Blick in unseren YouTube-Kanal werfen. Dort haben wir Fahrzeuge vom Pickup bis zum 15-Tonner getestet.